Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Innedruckt, Folge Nummer 35 aus unseren Stuben in Lausen und in Basel. Hallo Patrice, wie geht's dir? Salut Dominik, einmal mehr. Oder es ist wirklich schon lange her, einmal mehr klingt gerade so komisch, aber ja, es ist die 35. Folge, darum einmal mehr. Aber ich habe das Gefühl, ich habe dich schon ganz lange nicht mehr gehört. Wir haben das letzte Mal geredet, ich glaube vor 3 Wochen, habe ich gemeint. Aber ich bin aus der Ferien heimgekommen, da haben wir kurz geschnurrt. Also aber haben wir eine Sendung aufgenommen? Das kann 2 Wochen her sein. Es ist alles, wir haben mal eine aufgenommen. Alles gerade ein bisschen irgendwie kompliziert da, vor allem coronatechnisch. Und auch sonst läuft, glaube ich, gerade einiges, aber es geht mir jetzt gut. Obwohl, es geht mir nicht so gut, weil ich gerade mit dem rechten Auge auf den Bildschirm schiele und ich sehe IB 4 in der 92. Minute gegen Luzern 2-1. Ja, das finde ich nicht so cool. Ja, Fußball, wir sind ja eigentlich ein Fußball-Podcast. Wir sind ein Fußball-Podcast, ja. Und wie man vielleicht gemerkt hat, haben wir jetzt nicht viel produziert in der letzten Zeit. Wir sind auch nicht so gross aktiv gesehen auf den sozialen Medien. Also zum einen, weil Patrice und ich haben unabhängig voneinander eine Weiterbildung gemacht, eine Woche lang, wo uns ziemlich das Hirn gefickt hat. Yes. Andererseits, es hat auch nicht so viel zum Reden gegeben. Und es scheint ja auch so, als wäre der Fokus von allen Leuten momentan irgendjemand anders. Und das haben wir auch gemerkt irgendwie. Jo. Wir entschuldigen uns aber nicht für das. Also das ist einfach jetzt faktisch. Ja, jetzt hat die Zahl fast noch das Gleiche gemacht. Kopfverdeckel. Ja, sorry. Oh ja. Patrice hat mir herzig gegreift. Mir flasht es immer noch, sorry. Es kann nicht einfach aufhören. Ich lasse das nicht zu, dass man Lust am Fußball verliert. Das passiert ja auch nicht ganz. Es ist aber so, dass man den Fußball wieder wegnehmen will. Das heisst, wir haben es... Wir haben die Sendung jetzt nicht so gross vorbereitet wie sonst. Das ist jetzt noch schön gesagt, oder? Ich bin ab 10 Minuten angeguckt, habe ein paar Sachen geschrieben. Unsere alte Sendung, die wir geplant haben, über die FC Zürich, die ist schon lange, über die FC-Match, die ist schon lange weiter unten irgendwie. Ja. Wo fangen wir eigentlich an, Patrice? Also, wir fangen jetzt an bei dem, was du gerade sagst, und zwar bei den Young Boys, bei der Stadt Bern, da bin ich jetzt voll gerade anfangen. Wo irgendwie einen Tag vor dem UEFA Cup Match, wo sie irgendwie fast 10'000 Billets verkauft haben, doch eigenhändig gesagt, nicht. In Bern wird nicht gespielt. Finde ich recht uncool. Ja. Und was man so gehört hat oder gelesen hat, das Ganze per Information 5 Minuten irgendwie vor der Pressekonferenz, per Spruchnachricht, Combox-Nachricht im Berner Präsident oder Sportchef oder wer immer dafür verantwortlich ist, eben, eine schnelle Spruchnachricht hinterlassen auf der Combox. Schon ein bisschen stillos, habe ich doch gedacht, shit, man, in Bern läuft auch. Die sind erfolgreich, trotz der Stadt oder trotz dem Kanton in Bern, habe ich manchmal das Gefühl. Ich habe jetzt das Gefühl, das könnte auch so ein guter Freund von uns mit jemandem ähnlich funktionieren. Du weißt, was ich meine. Oh, shit. So, 5 Minuten vorher, es wird nichts. Nein, schon wirklich bitter. Bern, dann haben der SCB und IBE, die haben ja gemeinsam ein Kommuniqué an die Stadt Bern geschickt, yep, wo sie effektiv sehr ausdrücklich mal ihre Beschwerden geschickt haben, also geschildert haben. Und ich muss sagen, ich finde das Kommuniqué jetzt nicht gerade mega gut formuliert. Nein. Es war eher ein bisschen so tapsig gewesen, yep, und so eher mehr. Aber in der Kernaussage haben sie ja recht. Ich meine, der Sport geht vor die Hunde, wir müssen darüber reden. Und, ich finde einfach, um es nochmal zu sagen, ich bin absoluter Fan. Nein, bin ich nicht. Aber gewissen Föderalismus finde ich voll okay. Aber so Sachen musst du einfach national entscheiden. Punkt aus, Ende, Amen. Aber von Anfang an, das ist auch schon im April, das Kantönli-Denken. Das ist schon wie dann, wo ich zu dir gekommen bin, wo wir einen Podcast aufgenommen haben am Morgen. Yep. Und ich gehe als Basel-Ländler in die Scope, in die Kleinbergstrasse und habe keine Maske dabei. Yep. Weil ich das nicht anhaben musste. Weil ich so, shit, bin ich hohl. Ah, da hast du keine Gipfel mitgebracht. Ah, ich habe doch gebracht. Natürlich hast du gebracht. Nein, und das sind genau die Sachen, dass jeder Kanton macht das eigene Ding. Jetzt kommst du permanent eine Push-Meldung über, Kanton Schweiz macht das, Kanton Wallis macht das, Basel-Land macht mal irgendetwas, viel Sport. Gar nicht. Weißt du, dass du ein bisschen regional darfst entscheiden, von mir aus in gewissen Sachen, aber ich bin immer noch der Meinung, hätten wir die Maskenpflicht einfach mal national ausgerollt und zwar einfach, Jungs, jetzt halt mal eure Füße still, dann wäre es einfach gar nicht so weit gekommen und wir wären nicht wieder das schlechteste Land, weltweit, plus minus, fast. Ich meine,
Das Traurige ist, dass so Länder wie Griechenland, die ich ja erst wieder gesehen bin, oder? So Länder, die denkst du, die sind so Larifari und chillen vor sich an und nicht so wirklich produktiv, was oft das stimmt. Aber wenn die einen kleinen Anstieg in Corona hatten, sind die gerade knallhart gegangen, haben gesagt, so, alle Bars ab 12 Uhr Nacht zu. Die haben sogar einmal eine Sperre gemacht, dass sie gerade nur mit dem Zähnchen können machen, bevor wir da sind. Also, die haben das gerade umgesetzt und die haben das immer so in den Griff bekommen und in der Schweiz so, ja, schauen wir mal, Masken, vielleicht auch nicht. Weißt du, das ist das, was mich am meisten aufregt. Ich finde, die strengen Massnahmen, die schiessen mich auch so ein bisschen an. Ich weiss es nicht, ob es jetzt Sinn macht, dass du jetzt in Italien am 6 Uhr nicht mehr ins Restaurant darfst, statt am 8 Uhr. Also, weißt du, irgendwie darfst du nicht mehr. Also, es ist einfach so ein bisschen, das finde ich wirklich überbissen, aber wenn man so einfach könnte regeln und einfach in Binnigen die Maske genau anziehen, wenn du im Ponto gehst, 10 Meter nebendran wie in Basel-Stadt. Einfach Maskenpflicht in Läden hättest du doch einfach durchziehen können. Und wenn du nur, blöd gesagt, 2 Ansteckungen pro Tag mit dem verhinderst, wenn das so aufrechnest, sind das dann sehr viele Ansteckungen. Das ist einfach so einfache, pragmatische Lösungen. Einfach einmal eine Maske anziehen. Und einfach mal halt keine Hände schütteln. Und dann musst du auch nicht alles zumachen. Darum, es ist, ja gut, wir führen die Diskussion seit Monaten. Ich frage mich da immer noch, Patrice, ob das sind auch Politik, da sind ja viel Wahlen gerade gesehen. Ja. Viele Politiker im Wahlkampf. Und da willst du ja nicht noch kurz, bevor der Wahlzettel kommt, da sein, der etwas sehr Unpopulares macht. Aber genau. Und das kotzt mich dann eben auch wieder an. So schön sagst, da liegt der Hund begraben. Und das darf einfach nicht mehr sein. Wir dürfen nicht mehr auf Kosten am Schluss von Gesundheit oder vor allem einfach Politik machen. So wie es der Herr Donald macht die ganze Zeit. Es ist einfach so ein bisschen... Ach ja. Nah. Ich finde, ja. Es ist ganz übel schlecht gelaufen und ich finde es auch jetzt ein bisschen schwierig. Wie geht es weiter? Was machen wir jetzt? Jetzt ist der FC Sion in Quarantäne. Unser FCB ist sowieso heute in Quarantäne gesehen, oder? Immer in Quarantäne. Ja. Und der FCB. Bis heute ist er gesehen. Ja, ja, gut. Ich weiss nicht, wo die Jungs sich immer rumtreiben, aber die haben mehr Corona als ein Altersheim. Das ist crazy. Ja. Gut, ich habe ja meine Theorien, also, dass gewisse Spieler halt in der Nazi-Pause am Reisen gesehen sind mit den Nationalmannschaften. Und dass da mal irgendetwas halt eingefangen worden ist, irgendwo. Ja, und am Schluss, ich will auch sagen, ich finde es wichtig, dass der Fußball weiterläuft. Jetzt halt wieder ohne Zuschauer, was finanziell halt, können wir auch vielleicht noch kurz bereden, was wir nicht wissen, aber der Debakel ist. Aber hört, also weißt du, einen kompletten Stopp würde ich jetzt einfach nicht mehr machen. Aber hast du nicht vergessen, Patrice, weißt du, also jetzt hast du einen FCB, der jetzt etwa 10 Tage in Quarantäne war. Yep. Haben die Jungs irgendwie können trainieren? Weil eigentlich musst du dann drinnen hocken. Es funktioniert relativ gut. Ich habe 3 Monate lang nur noch FIFA gespielt und dann habe ich gemeint, ich kann mal wieder shooten, falsch will. Es funktioniert nicht. ja, Schmerzen gehabt nachher. Und nein, ich weiss nicht, wie sie genau trainieren. Ich glaube, wir haben eine gute Athletikabteilung. Darum, glaube ich, verlierst du nicht allzu viel. Du kannst schon ein bisschen etwas machen. Weißt du, das sind alles Fußballmillionäre. Die haben alle grosse Schlösser. Die haben Fußballplätze in ihren Häusern innen. Moment, im Klose lebt momentan im Hotel, wenn ich recht habe. Ja klar, nein, ist natürlich ein Witz gesehen. Nein, die können natürlich nicht 1-1 trainieren, wenn die wieder zurückkommen nach... Ah, sorry, ich habe gerade deine Humorspitze. Ja, die haben mich gerade völlig verfehlt. Sorry, die Millionaros. Nein, aber die werden natürlich, klar, körperlich einigermaßen fit bleiben. Ich meine, du kannst ja irgendwie, keine Ahnung, also das Athletische so ein bisschen kannst du ja beibehalten. Du ja nicht grad, jo, sie werden nicht gerade dick im Quarantäne. Das eben, das ist jo. Katastrophe, das verliert natürlich massiv. Das ist wie eben... Wir haben quasi nochmal eine Sommerpause. Richtig, also redest vom hohen Niveau, dass dann ein Mannschaft trainiert hat, wie vielleicht, keine Ahnung, heisst nicht, wer nicht darf trainieren, der FC Luzern vielleicht. Yep. Oder der FC St. Gallen zum Beispiel, es triffst du auf die angeblich, glaube ich, am 1. November, habe ich gemeint. Es triffst du auf FC St. Gallen und die werden einiges berater sein als unsere vielleicht. Für uns sind unsere vielleicht ausgeruhter. Also weißt, vielleicht holt sich das ja irgendwie auch wieder raus. Es ist ja die ewige Diskussion und es ist jetzt halt einfach so und ich finde es irgendwie okay, wie es ist. Also weißt du, es ist einfach, ja, wenn halt ein Psyche hat, dann ist die Mannschaft halt in Quarantäne. Das soll ein Kanton entscheiden, das soll ein Kantonsarzt entscheiden oder wer immer dort Befugnis hat. Das ist ja gut, dass das nicht mit den Funktionären im Fußball zu tun hat. Das wird außerhalb entschieden, das ist auch gut so. Und man kann es überleben. Ja, wir shooten ja alle nicht europäisch, außer eBay, der ein bisschen aus der Reihe tanzt. Aber wir haben ja mehr als genug Zeit, die Match zu shooten, die Saison.
Ja, immerhin das. Ist es halt auch mal so. Immerhin und wenn das. Weniger als 5 ausfallen in einem Team, dann müssen trotzdem geschüttet werden. Dann füllst du halt auf mit U18, U21, whatever. Das funktioniert ja einigermaßen. Ich meine, jetzt, heute hat IB gegen Luzern gespielt und die anderen 2 Matches. Der FCB ist ja ausgefallen und Sio ist ja ausgefallen. Das ist irgendwie so die neue Zeit. Was irgendwie. Aber look, jetzt okay hat ja der Christian Gonster da schon mal vor ein paar Tagen verlautet, dass am besten wäre, man würde die Saison quasi jetzt stoppen und nur eine verkürzte Saison im Frühling spielen mit 18 Matches. Ja, aber das ist doch auch der, ich finde das auch nicht gut, weil wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Ich bin trotzdem der Meinung, irgendwie das Leben so gut wie es geht weiterleben und irgendwie mit Corona leben und nicht irgendwie gegen, weil das haben wir ja gemacht im März. Und jetzt sind wir einfach noch viel schlechter als es. Die ganze Sommer war chillig, irgendwie 20 Ansteckungen in der Schweiz, wir sind alle am Reinkommen zu Tausenden. Vor allem in Zürich haben sie uns vorgemacht, wie man das Leben feiert im Sommer und Kopf an Kopf in der Bade gelegen ist. Und jetzt ist es einfach irgendwie 100-mal schlimmer und man hat irgendwie nicht reagiert. Und ich habe irgendwie, ich weiß nicht, jetzt haben wir so ein bisschen wenig Fußballthema, aber ich habe so, was ist es, der Club, Arena, wie immer das heisst auf dem Schweizer, geschaut. Mhm. Und da redet doch Politik davon, dass sie überrascht worden sind von dieser zweiten Welle. Jeder Trottel hat gewusst, dass sie kommt. Jeder von uns hat es gewusst. Mal, Patrick, und Politik sorry, ist überrascht worden. Wer jetzt wirklich gemeint hat, Corona ist fertig, weil jetzt einfach die Herbstferien sind oder irgend so etwas, Da ist einfach nicht ganz bache. Das muss jeder, das geht immer um, du musst einen wissenschaftlichen Background haben oder einen medizinischen. Es ist ja ganz klar gewesen, das Ding ist noch rum, es wird kälter, die Leute gehen rein, es verteilt sich anders, es geht, kommt auch langsam wieder. Es ist ja logisch gewesen. Natürlich. Ich meine, du musst keinen Abschuss und gar nicht haben. Jeder, außer Politik. Also, oder die vom Staat, die dafür zuständig gewesen sind. Wir haben jetzt den Nuki rausgehauen. Da erzählen die doch vom Contact Tracing. Ja, jetzt überlegen Sie mal bei mir, da müssen wir 200 Telefone pro Tag machen. Wenn da irgendwie 30 Angesteckte sind. Und wenn es 100 sind, dann müssen wir 2000 Telefone machen. Wie werden sie das handhaben? Da hat er, Gottverdammt nochmal, jetzt hat er 6 Monate Zeit gehabt, um sich vorzubereiten. Wir haben Gottverdammt eine Armee, wir haben einen Zivilschutz, wir haben 100, keine Ahnung, wie viel? 200, 300, 500'000 Arbeitslose, die sofort verfügbar wären. Und wir kriegen es nicht an, ein paar Tödel anzustellen, die Dominik Hug anrufen und sagen, du, Dominik Hug, du hast Kontakt mit dem Herrn Stärke gehabt, bleib mal daheim die nächsten 2 Wochen. Ernsthaft? Es kann ja nicht so schwierig sein. Es ist unfassbar. Eben, vor allem, da hast du Leute momentan aus gewissen Arbeitsbereichen, die effektiv keinen Job haben, die nichts zu tun haben. Ich rede mal von allen Clubs im Kanton Zürich jetzt. Ich verfolge die Szene ja ein bisschen dank meiner Connections, die ich dort habe. Und die Leute sind am Leiden, die können ihr Business nicht feiern, die verdienen kein Geld, die sind gerade arbeitslos. Natürlich. Hallo Bund, ich habe hier Leute, die Bedarf haben, die sie doch einfach einsetzen, die doch einfach die Leute abholen, sagen, hey, wir haben euch gerade einen Job, ich kann zwar euren Job nicht machen, aber wir haben euch etwas anderes. Hast du allein? Und die sie einfach entschädigen. Was ist denn, wo ist das Problem? Wir geben noch Geld für jeden Scheißdreck aus, machen es doch einfach. Wir geben Geld für das Militär aus, Milliarden. Ja. Und ganz ehrlich, haben Sie das Gefühl, ein RS, einfach ein RS, keine Ahnung, RS, Chur, da bin ich gesehen. Jetzt einfach, Jungs, ihr habt Schwein gehabt, ihr müsst in den Dreck wielen und ihr müsst keine Bömbli auf den Berg schiessen, ihr telefoniert jetzt Leute. Und schon was erledigt. Super. Eine Einheit, es wird länger. Und Problem. Was ich auch noch zusätzlich muss sagen, lieber Bund, im Jahr 2020, ihr müsst keinen mehr anrufen, wir telefonieren nicht mehr. Schreib ein verdammtes SMS, Himmel, Arsch. SMS lang. SMS, lieber Dominik, du hattest Kontakt mit einem Infizierten. Erledigt. Bleib zu Hause die nächsten 2 Wochen. Liebe Grüße, der Bundesrat. Heieiei. Auf jeden Fall sind wir jetzt vom Thema abgekommen. Ja, was? Nein, sind wir eigentlich nicht. Du hast die Contract Tracing App, die hast du dann verlauft im Handy. Ich hasse, ja. Meine Freundin kommt jeden Sonntag eine Nachricht über, dass sie keinen Kontakt mit einem Infizierten gehabt hat. Yep. Jeden Sonntag. Ich nicht. Und geht meine nicht. Und bei mir heisst es irgendwie immer, wenn ich die Verbindung von meinem Bluetooth-Radio trenne, dann trenne ich auch die Verbindung, aber das merkt man erst 2 Tage später und ich denke auch nicht jedes Mal dran. Jo, ist alles ein bisschen verbesserungswürdig irgendwie. Dann bin ich, das gebe ich zu, aber einfach, ich habe immer das Gefühl,
da gibt es Leute, die viel Geld verdienen oder die gute Ausbildungen gemacht haben und die kriegen das alle nicht an, dann sollte man es vielleicht einfach wirklich der Privatwirtschaft überlassen, um so Lösungen zu finden. Ja, absolut. Also ganz ehrlich, absolut, wenn wir das absolut nicht ankriegen als Schweiz, wenn ich Kopf teile, da sehe ich Bilder aus Thailand, wo wenn du in ein Einkaufszentrum kommst, steht ein iPad dort und ein Fiebermesser, ein automatischer, wo der einfach... Es heisst einfach, du darfst nicht rein, sorry, du hast eine erhöhte Temperatur und dann kommt innerhalb von 10 Sekunden einer, der dich kontrollieren kann, im Vollanzug. Ja. In Thailand, ja. Wir lachen immer gerne über so Länder in der Schweiz und haben das Gefühl, wir seien die Geilsten, aber die kriegen es an. He? Asien kriegt es komplett an. Ja. Ja. Das war schnell meine 5-minütige Rant gesehen, weil ich jetzt meine nächsten 4 Monate wieder meine eigenen 4 Wände bringen muss. Aber hey, du wohnst mit deiner Freundin zusammen, das macht das Leben einfach. Yes! Du musst im ganzen Leben, du musst nicht mehr anrufen. Nein, das stimmt. Das ist besser geworden. Wir dürfen jetzt zu zweit auf 60 Quadratmeter uns Köpfe einschlagen. Das ist auch nicht schlecht. Yep. Nein, machen wir natürlich nicht. Aber ja, du weißt, was ich meine, so grundsätzlich. Man hätte das alles ein bisschen besser können machen. Und dann bin ich trotzdem der Meinung, und ich habe Verständnis, dass man die Grossanlässe wieder abschraubt, auch in unserem lieben Basel. Und trotzdem, ich bin an diesem Match gesehen und ich garantiere jedem, da kannst du dich nicht anstecken. Und wir sind wie viel gesehen? 9'000 Zuschauer. Ich bin nicht einmal noch an einer anderen Person gesehen. Einfach null. Es hat jeder eine Maske angehabt. Und in meinen Augen wäre das problemlos möglich gewesen. Hätten die lieben Basel-Landung und Konsorten auch ihren Finger aus dem Arsch genommen und eine Maskenpflicht eingeführt. Weil dann wäre es gar nicht so schlimm geworden. Ja. Meine Meinung. Ja, das ist peinlich. Ja. Nein, es ist ein weiteres Debakel und ich verstand auch, Roland Herri hat ja noch gesagt, es ist für ihn ein Stich ins Herz, dass wir jetzt wieder ohne Zuschauer spielen oder nur mit 1000. Absolut richtig, es ist eine Katastrophe. Ich wünsche auch mal dem FCB ja, alles Gute, ja, wenn wir sie jetzt vorhaben. Es ist für sie eine beschissene Zeit, für alle, die dort arbeiten, für die Spieler, für alle. Und jetzt müssen wir einfach durchhalten. Und, ich bin optimistisch, Patrice, aus mehreren Gründen. Ich glaube an Bill Gates. Yes. Ich glaube, der Typ, ich darf es ja kaum sagen, weil die Verschwörungstheoretiker draussen, die werden mich jetzt hassen, das, was ich gesagt habe. Ich habe extra seinen TED-Talk gelost vor 5 Jahren, wo er darüber geredet hat, dass mal eine Pandemie wird kommen und dass wir nicht bereit sind dafür. Und ich frage mich, warum man ihm das um die Ohren wirft die ganze Zeit, weil er hat einfach nur darauf hingewiesen, was passieren wird. Richtig. Er hat aber auch gesagt, im April, Mai, auch auf einem von den TED-Talks, wo sie in der Stube aufgenommen haben, er vermutet, dass 2021 der ganze Shit wird vorbei sein. Und da halte ich mir fest. Ja, das glaube ich auch. Wird es gröbst dumm sein, das habe ich aber auch schon von Anfang an gesagt. Also eben, durch jetzt die Saison, da haben wir ein Medikament, vielleicht kommt sogar eine Impfung, vielleicht nicht, aber da haben wir Medikamente dagegen. Yes, also, ich hoffe. Etwas von beiden wird passieren und dann können wir normal leben. Bis dahin müssen wir einfach durchhalten. Ich hoffe schwer, dass das Medikament kommt aus persönlichem Interesse. Und zwar ein bestimmtes, weil ich dann Aktionär bin, aber das darf ich natürlich auch nicht erwähnen. Aber noch viel, viel mehr hoffe ich, dass eine Impfung kommt. Und das sieht ja relativ gut aus, da sind ja ein paar Firmen gut dabei. Und wir reden jetzt sogar schon, dass die per Ende Jahr eventuell schon könnte da sein. Und ich bin auf der Meinung, wenn allein schon so ein bisschen Arzt und so Pflegepersonal könnte geimpft werden, würde man das schon massiv abschwächen. Absolut. Absolut. Schauen wir es mal an. Absolut. Es gibt ja Leute, die daran nicht glauben oder an Impfungen nicht glauben oder nicht glauben. Es ist so ein bisschen, wir sind in einer schweren Zeit, wo die Leute nicht mehr glauben. Die glauben alles, aber nicht den Leuten, die etwas davon verstehen, sondern sie glauben nur, so Idioten, die in einem Podcast reden. Vielleicht glauben sie auch uns. Aber wir reden jetzt schon seit 18 Minuten, haben der FCB wirklich nur beiläufig erwähnt. Etwas muss ich noch bringen. Yes. Vor ein paar Tagen ist die Rundschau, glaube ich, gelaufen. Oder wie das, also Schweiz aktuell, ich weiss nicht, ich kann die Magazine auseinanderhalten. Dort hast du wirklich so gesehen, Bustouren von irgendwelchen Rentnern in der Schweiz. Und denen ist scheißegal. Die sagen so, mit den 30 Leuten, die kennen wir alle, die haben kein Corona. Das macht nichts. Und dann muss ich einfach kotzen wegen diesen Menschen. Ich halte das nicht aus. Die Dummheit halte ich nicht aus. Das ist aber das Gleiche wie in der AIDS-Prävention in den 80er Jahren. Da hat es auch geheißen, ne? Die habe ich gesehen, ich erkenne die ist gesund, so in dem Stil. Das ist genau das Gleiche. Ja, also wir machen einfach nochmal das Gleiche mit. Einfach anders. Aber es ist so. Anders, und ja, es gibt sehr viele Leute, die das sehr easy nehmen. Das ist wirklich so. Und sehr viele Alte, das ist mir wirklich auch schon aufgefallen. Einfach sagen, mein Gott, wenn es mich nimmt, dann nimmt es mich. Von denen habe ich viel getroffen in letzter Zeit. Ja, eben ja.
Du, los, gehen wir trotzdem zum FCB. Bitte. Also der FCB ist dann auf Zürich gefahren. Ja. Hat das Spiel wollen spielen, vor Ort erfahren sie, nein, ihr spielt nicht. Ich bin nicht ganz sicher, ob der eine Spieler, der positiv getestet worden ist, im Bus mitgefahren ist. Ich weiß es gar nicht, was gelaufen ist. Aber sie sind dann in Quarantäne gegangen, bis eigentlich heute. Mhm. Und dann, Patrice, Instagram, und für das liebe ich soziale Medien. Der FCB meldet auf dem offiziellen Kanal. Und irgendein Fan hat dann gefragt, kann man euch irgendetwas bringen? Was? Es ist mega hart. Irgendein Fan fragt, ob der Spieler irgendetwas kann bringen kann, so in Quarantäne. Und der Fabian Frey antwortet, eine Pizza Hawaii gern. Richtig geil. Und was ist das auch passiert? Und der Tim Klose hat gern Spaghetti mit SCH, eine Panna Cotta und ein Espresso. Was tönt? Da war ich auch dabei. Ich finde Fabian Frey, Pizza Hawaii, das finde ich super. Ich esse gerne Pizza Hawaii. Bist du auch einer von denen? König. Absolut. Ich finde, das ist die König von einer Pizza. Ist eine Pizza Hawaii. Man kann darüber reden. Ganz widerlich finde ich das. Logisch. Nein, der neueste Trend ist ja Pizza mit Kiwi drauf. Ah, okay. Ja. Das ist so die nächste Steigung. Sagt, wir haben immer noch nicht über Fußball geredet. Patrice, eben... Ich weiss nicht, wie es so weitergeht. Du meinst, wir sollten spielen. Ja. Ich denke es eigentlich auch. Wir haben die Spieler geholt. Klose, Kasami und so weiter. Kopfdeckel. Lassen die Jungs jetzt spielen. Und vor allem wir, das Volk, braucht jetzt wieder Brot und Spielen. Yes. Wir brauchen Ablenkung. Wir müssen Fußball haben, wir Eishockey haben, wenn man es denn unbedingt braucht. Also bitte lasst uns spielen. Das ist, glaube ich, unsere beider Meinung. Es wird wirklich immer so ein bisschen belächelt und von ganz vielen Leuten so quasi, jetzt hört doch mal auf, dass der Sport so wichtig wäre. Aber sorry, jetzt nochmals einen kompletten Lockdown. Ich bin mir sicher, dass das ganz, ganz, ganz viele Leute nicht würden verkraften über Weihnachten, über die Weihnachtszeit jetzt. Das macht man, wir sind ernst in dieser Folge, aber ich glaube, die mentalen Folgeschäden, die das alles könnte haben, die sind ja gravierend. Ja. Und dann kommt eben noch die begrämte Weihnachtszeit, weil es schon für viele Leute mega mühsam ist. Oder? Ja. Und ich will nicht wissen, wie viele Leute sich umbringen das Jahr, weil einfach wirklich das ganze Jahr kacke ist. Yes. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich hoffe, es macht es niemand. Wegen dem, Leute nehmen es locker. Es schaut Netflix im Frühling ist alles wieder besser. Aber ich mache mir andere Sorgen. Ich mache mir finanzielle Sorgen. Yes. Nicht zwingend um dich und um mich. Noch nicht einmal. Warten wir die nächsten Wochen ab. Du hast meinen Aktienkurs nicht gesehen. Du wirst dir massive Sorgen machen um mich. Aber ja. Der FCB hat Geld in die Hand genommen. Der Herr Präsident hat Geld in die Hand genommen und hat uns ein paar Spieler präsentiert, wo man, und das wissen wir beide von unseren Manager-Games, die kosten etwas. Wenn es nicht zwingend Ablösesumme ist, dann kosten sie einen guten Lohn. Wir haben einen Klose. Yes. Der wird ein gutes Bätzchen verdienen. Wir haben den Georges geholt aus Monaco, oder wo wir da ausgelehnt haben. Der wird auch ein gutes Bätzchen verdienen. Und der Herr Kasami, ein 28-jähriger Nationalspieler eigentlich. Ja. Da hast du, also Patrice, wenn du mich fragst, jeder von denen, einmal Klose und Kasami, da reden wir dann schon mal von etwa 750'000, die ich denen wohl müsste zahlen im Jahr, oder? Ich denke das auch, ja. Du bist wohl nicht ganz falsch. Und ich sage nochmal, Herr Präsident, Dankeschön für die Transfers. Die sind mutig gesehen in dieser Zeit, aber sie sind auch richtig gesehen. Und sie werden sich auch noch auszahlen. Aber es ist halt einfach eine saudoofe Situation. Und weißt du, was passiert jetzt eigentlich, wenn es nochmal einer positiv getestet wird von diesem Team? Also weißt du, jetzt nach Quarantäne, wenn sie nochmal in Quarantäne. Aber mit, ist ganz ehrlich, es werden permanent jetzt nicht positiv getestet. Ja, aber das meine ich ja. Ich meine, das wird jetzt die ganze Zeit passieren. Das wird eh passieren. Also, und dann kommst du wirklich zu einem Punkt, dass ich das Gefühl habe, die Entscheidung, ob die Saison weiterläuft oder nicht, das ist wenn das ein Gremium von 3 bis 5 Personen ist, was entscheiden wird. Das kann aus einer Laune raus einfach gerade mal sagen, wir brechen ab und fertig. Einfach, weil sie gerade... Ja, es ist so, aber ich würde jetzt einfach weitermachen. Ganz ehrlich, ziehen es durch, solange es geht. Ich glaube, die Zahlen werden es nicht ewig so weiter steigen. Es wird jetzt irgendwann einmal vielleicht sogar wieder zurückgehen, wer weiß. Mhm. Ich hoffe es einmal. Irgendwie so positiv gestimmt. Vielleicht sind die Leute... Weißt du, wir sind ja alle ein bisschen Corona jetzt gesehen. Also ganz ehrlich, ich habe viele Leute gesehen, die wieder den Handshake gemacht haben. Und auch ich muss sagen, also ein, zweimal einen Handshake gemacht, den ich eigentlich nicht hätte vielleicht. Aber mir wird so Corona mit. Ja, ich habe mich schon sehr zurückgehalten. Aber es ist wirklich mal passiert, wenn du jemanden lange nicht gesehen hast, wenn mal die Hand gehen und so. Es ist so ein Reflex. Ja, aber es ist ja komisch, es hat sich alles verändert, wenn man das eben nicht mehr macht. Das ist ja wirklich teilweise
sehr komisch. Trifft man auf Menschen ja. Und kann nicht mehr richtig Hallo sagen. Finde ich komisch, aber eben so eine gewisse Corona-Müdigkeit ist da. Sicher auch bei den Fußballern, die auch irgendwo ihr Privatleben haben und dass sich da zwischendurch mal einen ansteckt. Wenn Zahlen so hoch sind, ist ja klar. Also wenn ja. Du von 25 Leuten, wenn es keinen darf haben, permanent, ist dann schon schwierig, wenn es irgendwie pro Tag 5'000 neue gibt in der Schweiz. Ja, logisch, logisch. Logisch. Yes, logisch, logisch, logisch. Ich weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Ich weiß aber auch nicht, was der, ob wir jetzt mit all den Transfers, die wir gemacht haben. Mm. Oh, sorry, Transfers. Transfer ist ja Transfer. Kann man da Rückblick nicht sogar sagen, na super FCB, jetzt haben wir Geld ausgegeben. Also, wir haben übrigens Patrice im April um oder davon geredet, gehabt, Lohnsumme yes. senken. Haben wir die Lohnsumme jetzt können senken eigentlich? Ja, nicht richtig wahrscheinlich, aber wir haben ja trotzdem mit den zwei Transfers, die gegangen sind, mit dem Omlin und mit dem Alderete, viel Geld verdient. 6 und 8, jo. Eben, jo. Jo. Also das sind 14 Millionen, da kannst du schon mal zweimal 750'000 Lohn zahlen. Ja. Jo, das meine ich. Also es war eine Investition, aber wir haben eigentlich zuerst Geld verdient, da richtig haben wir die ersetzt. Doof, dass wir jetzt wieder keine Zuschauer dürfen ins Stadion lassen. Und auf der anderen Seite kann es auch mal hure schnell gehen. Es kann wirklich schnell gehen. Vielleicht gibt es wieder neue Entscheidungen. Und? Ich hoffe auch, dass die Entscheidungen schneller gehen in Zukunft. Auch die andere Seite. Weil was mich jetzt noch aufregt ist, wann ist das gesehen, wo es geheißen hat, ihr dürft dann ab Oktober wieder mit Zuschauern spielen. Das war irgendwann im August gesehen. Mhm. Wo wir die Ansteckung gegen auf 20 Runden gehabt haben. Bis jetzt hat nicht geheißen, ab morgen dürft ihr wieder... Weißt du, was ich meine? Das war ein riesen Fehler gewesen. Ich finde, das ist ein riesen Fehler. Wir haben quasi gewartet, bis die Zahlen wieder hochgehen. Das ist ein bisschen typisch für unser Land, weil wir sind immer sehr langsam im Entscheidungen treffen. Yes. In alle Richtungen. Und das ist schon mega mühsam gewesen. Ja. Yep. Schönes Wetter ins Stadion gehen mit Abstand. Super. Ohne Ansteckungszahl. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, wir hätten praktisch die ganze Sommersaison, die wir da hatten, Juli bis August, hätten wir können Match schauen. Ja, yep, sehe ich auch so. Und hat einen wunderbaren Sommer gehabt. Mit Massnahmen. Mit Maske und Distanz. Und das hättest du alles können machen. Hättest alles können machen, problemlos, aber man hat wieder einmal gar nicht. Gut, wir haben eben die Konzepte noch nicht bereit gehabt, Patrice. Ja. So ein Konzept braucht ja auch ein halbes Jahr, bis es steht. Natürlich, das braucht. Nein, es ist so. Eben, es ist bei allem so. Ich höre nur so Sachen und es regt mich auf. Das ist Kopf an Deckel. Schreib mir den SMS. Mit allen Anrufen, was ist das? Das regt mich jetzt noch auf. Erzählt mir im Jahr 2020, da haben wir da alle Leute anrufen. Ja, okay, das ist ganz kompliziert. Ja, Kopfdeckel, kannst du mir einen Fax schreiben und auf der Post muss ich abholen. Hey. Schick mir einen Brieftube, hey. Ja. Nein, also, ja, nein. Gut, also wir sind uns mal einig, die Transfers, die sind gut gewesen. Yes. Und wir müssen auch noch sagen, man tut ja dem Herr Präsident immer alles mögliche Schlimme vorwerfen. So wie es ja bis jetzt tönt hat, tut er ja mit seinem privaten Portemonnaie alles auffangen. Das habe ich schon richtig verstanden. Ich habe das auch so verstanden, aber Stand jetzt ist es einfach mal... Die Umschichtung innerhalb von der Vereine. Also es ist nicht ein Bogen aus dem Privatkonto, sondern es ist nicht AG, sondern... Ja. Haben wir uns wieder... Ja, lang her. Ja, aber momentan... Es ist eben der andere Verein, der nicht AG ist. Und zum dein Provokative, wo du mir mal an den Kopf gebängelt hast, von wegen der FCB jetzt mal 3 Wochen keinen Scheiß baut, sage ich jetzt sogar mal, der FCB jetzt mal 6, 7, 8 Wochen keinen Scheiß baut. Super, oder? Aber zum... Momentan kannst du nicht überhaupt nichts vorwerfen. Der Laden läuft. Man spürt es wirklich. Es ist, eigentlich haben sie alles läuft. Im Griff. Es tut mir wirklich, es ist klar, wir sind in Quarantäne. Aber selbst das Kommuniqué ist tipptopp gewesen. Also es ist gut gewesen, alles gut gewesen, wirklich. Ja. Kannst du nicht reklamieren. Also hätten sie einen Kurs gemacht? Mhm. Was hätten sie jede Woche einen Podcast gelost? Und ja, gerne. Vielleicht haben sie ja uns angestellt. Wir machen das im Keimen für sie. Wer nein, weiß. Natürlich nicht so Gerüchte verteilen. Das Gerücht streuen. Ja. Nein, was soll ich noch sagen? Wir könnten noch kurz da, jetzt habe ich mal sagen, reindrucken für den FCB, aber eigentlich meine Einstufe für den FCB, wollen wir das noch kurz reindrucken? Nur, wir können kurz, also was wir sicher können sagen, nachdem wir uns in der letzten Folge ein bisschen mit einem Fragezeichen über dem Kopf geäussert haben, hat dem mit uns in Verbindung gesetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Mutterskopf, wir haben wirklich keine Zeit gehabt, um mit euch abmachen. Wir sind beide ein bisschen überfordert gesehen mit dem Privatleben in den letzten 2 Wochen, glaube ich. Yes. Stimmt, oder, Patrick? Land unter, zum Anschlag. Also wir gehen euch nicht aus dem Weg, es ist wirklich Land unter gesehen.
Und die nächste Woche ist bei mir auch nicht viel besser und die übernächste in der Prinzen erst recht. Also es ist gerade, wir behalten euch, aber sicher, wir werden sicher euch mit euch mal reden irgendwann, aber wir beobachten zusammen, was so passiert. Und dann ist schon die GV, Patrice. Jo, die wird jetzt aber nicht stattfinden. Also schon, aber irgendwie... Schon, aber nicht. Gar nicht, du warst irgendwie so eine Hangout-GV in dem Jahr. Also angegeben, das heisst, die wird schriftlich stattfinden. Was heisst das jetzt genau? Da kommt einfach, und da kommst du eine Wahl, wie bei der Politik, kommst du eine Zettel über, ein Gouvern? Und dann schreibst du auf, ob du willst wählen, oder ich wie? Ich nehme es an, ja. Aber würde man es also nicht online angeben? Können wir jetzt nicht ein Hangout oder so ein Zoom-Meeting machen? Das machst du... Also, sorry, ich habe jetzt schon x Zoom-Webinars selber veranstaltet. Mhm. Also, das können wir doch, oder? Problemlos. Das können wir doch online machen. Also, das wäre jetzt kein Problem. Also, sicher nicht jeder, aber... Nein, aber du kannst Leuten die Möglichkeit geben, dass man das virtuell macht. Dass du die Sprecher hast, die kannst du sehen, den Rest der Leute siehst du nicht. Die können einfach passiv zuhören. Und voten. Und können nachher online voten. Yes. Also, das wäre alles machbar. Oder könnte nach Abschluss von der GV müsst sie ihr Wahlgouvern abschicken. Halt. Ja, von mir aus, halt so könntest du es ja machen. Aber das ist alles machbar. Ja, du eben, es ist so ein bisschen, gar nicht, es wird Zeit, dass wir ein bisschen uns modernisieren, durch Corona, dank Corona machen wir das ja auch, also es ist auf einmal ja kein Hexenweg mehr im Homeoffice zu arbeiten und viele Sachen, aber es sind noch nicht ganz alle so weit und wir hauen da einfach ein paar Sachen raus, weil wir einfach denken, es könnte und besser gehen. Darf ich noch sagen, Patrice, der hat uns gefragt, ob man nicht könnte ein Newsletter machen, damit er weiss, wenn eine neue Folge rauskommt. Weil die dritte Halbzeit macht das ja auch. Ach, cool. Und da habe ich gesagt, du Kollege, nein, machen wir nicht. Weil erstens, ich finde, Newsletters sind absolut 20. Jahrhundert. Das machst du eigentlich nicht. Wie informierst du denn deine Stakeholder? Über die sozialen Medien, du Pumuckl. Machst du das? Logisch mache ich das. Du alter Scrum-Master. Du bist mein Stakeholder. So tue ich meine Stakeholder up to date halten, dass ich einfach auf den sozialen Medien sage, hey, eine neue Folge ist da. Und ich glaube, die Resonanz ist überwiegend sehr gut, dass wir das so machen. Wir haben kein Newsletter. Wir haben auch keine Zeit, um noch einen schreiben, ehrlich gesagt. Nein, aber das ist das Hauptproblem. Wir würden es gerne machen, aber wir haben keine Zeit wahrscheinlich. Das können wir wieder bessere Zeiten. Es ist gerade sehr busy. Es geht ja allen so. Auch dann mache ich kein Newsletter. Nein. Auch dann mache ich das nicht. Was? Du bist ja super auf den sozialen Medien. Du kannst ja dort einen kurzen machen. Wir werden ja eigentlich grundsätzlich schon einmal wissen, wenn unser nächster Podcast ist. Aber wir sind, es ist schwierig geworden. Gerade früher sind wir da zuverlässig am Montag. Ganz gewesen, ehrlich. Ja, früher sind wir am Montag. Da haben wir jetzt mal auf Sonntag geeinigt. Also auch nicht jeden Sonntag, wie wir es gerade gemerkt haben. wir kommen, wenn wir kommen. So ist es halt. Du, welche Spiele haben eigentlich Corona gehabt? Bei uns zwei Züge wieder gehabt. Weißt du es? Wissen wir das? Bei dem Spieler, der uns der FC Zürich-Match verdorben hat und die ganze Mannschaft in Quarantäne geschickt hat, da ist es nie bekannt geworden. Wir könnten jetzt schätzen. Und wer könnte das gesehen sein? Ich sage der Valentin Stocker. Du sagst der Stocker? Der Stocker. Der Stocker hat irgendwo, da ist auf einem Bauernhof gesehen und hat sich irgendwelche biologische Super-Hadäpfel geholt und hat dem Bauer versehentlich die Hand gegeben. Und der hat vorher sein Maul abputzt mit der Hand und so ist das passiert. Das hast du dazu wie hergeholt. Wer ist denn gesehen, Patrice? Ich liefere keine Namen ans Messer. Nein, ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, es kann wirklich, Stand jetzt kann es wirklich jeder treffen. Es kann jeder gesehen sein. Rein theoretisch könnten wir beide Corona haben, jetzt gerade. Nein, ist nicht möglich. Ich habe es im März schon gehabt. Jo. Ja, wahrscheinlich. Nein, du hast es nicht gehabt, du hast nichts gehabt. Und du kannst eh wieder angesteckt werden, wenn du es gehabt hast. Also das ist nicht so, dass du immun bist nachher. Das ist leider wohl so. Wieso bleibt eigentlich der Ensame bei eBay? Kannst du mir das mal erklären, Herr Hug? Weil er einfach zu alt ist und international nicht gut genug ist. Und wegen dem ist er halt bei eBay und nicht bei AS Rom. Aber es hat doch eine Penalty gemacht, reingemacht gegen AS Rom. Ich muss übrigens sagen, ich habe den Match geschaut, eBay gegen Rom. Teilweise unterhaltsam gesehen. IB viel besser als die Römer, bis die Römer mal zwei gute Spieler eingewechselt haben und jetzt leider drei. Aber IB hat wirklich einen Punkt holen. Aber irgendwie habe ich dann so gedacht,
sie sind nicht die einzigen Schweizer, die noch dabei sind. Es bringt ja eh nichts mehr. Ich bin so in so einen Fatalismus verfallen und denke, du bist ja so einer geworden. Völlig fatalistisch, bringt alles nichts mehr. Ich nehme jetzt Drogen und sauf oder wie? Nein, es ist einfach irgendwie, ich habe wirklich gedacht, so viel bringt es ja wirklich nicht. Wir gehen jetzt in die, wie heisst die Liga, die nicht Europa League ist? Nations League. Nein, was? Nein, die es neu geschafft haben. Neue Liga. Conference League. Es ist wohl einfach unsere Zukunft, dass wir Conference League spielen. Also, IB und aber ich glaube, Patrice, das könnte richtig geile Spiele geben in der Conference League. Ja, voll. Die Frage ist, was es finanziell wird bringen, aber ich glaube, dann spielst du halt mal gegen andere Mannschaften. Ja. Nicht immer gegen Real und Manchester und so. Das ist ja langsam langweilig geworden. Das ist immer jemand. Also. Ich habe das schon immer geliebt. Ich habe es geliebt, wenn wir irgendwie gegen irgendwelche Norweger und Dänen und irgendwie Slowenen. Ich finde das immer spannend. Hearts of Midlothian haben wir gespielt. Ja. Das sind so richtig coole Matches gesehen irgendwie. Also, sorry. Es sind richtig coole Match gesehen und dort habe ich eine Begegnung gehabt, wo ich so kurz gedacht habe, fuck. Wir sind mit den ganzen Jungs irgendwo in einem Pub gesehen in Basel. Ich weiß nicht, ob die Story mal erzählt habe. Und dann steht so ein Typ, wirklich wie ein zeichnender Shot im Unterliebel, einem weißen Unterliebel, mit Oberarm, wie du immer sagst, wie ein Durchschnittsmann Oberschenkel hat. Und dann kommt er so zu mir mit seinen leicht abgebrochenen Zähnen und dann sagt er so: Hey, I'm a butcher. Und ich schaue ihn so an und lache so verlegen und denke so: Okay, was wollt ihr dazu sagen? Und dann hat er so ein bisschen gemeint, ich hätte nicht verstanden, was er sagt. Und dann hat er gesagt: So, I'm a butcher. I kill animals for fun. Und dann habe ich noch so gedacht, Alter, ich freue mich sehr auf den Match gegen Hearts, aber ich gehe jetzt einmal mein Bier in der anderen Ecke von diesem Pub trinken. Ist schon mal nachhaltig in Erinnerung geblieben, der Typ. Jetzt muss ich uns etwas einwerfen. Und zwar, ich habe eine Doku gesehen. Und zwar Zlatan, die Doku. Aber Zlatan. Und da siehst du viele Ausschnitte von ihm, wo er noch in Malmö gespielt hat. Unter anderem ist er dort halt im hinterletzten Kochen gesehen, gegnerischen Team, ich weiß nicht, wie sie geheißen haben, Djurgården, glaube ich, oder Djurgården, ja, immer. Aber ist dabei in Stockholm? Djurgården ist so das Klebeck von Stockholm. Okay, schön zu wissen. Ja. Ah, das passt aber, das passt sehr. Weil nachher, sie kommen dann aus dem... Der Match ist fertig, er hat 2 Goal geschossen, sie laufen zum Bus. Das ist ein riesiger Typ mit einer Glatze, der ihm gesagt hat, hört nur einmal auf, tauch nicht mehr auf, weil du weißt, was dir bleibt. Du weißt genau, was dir bleibt. Siehst du, Mann, das ist 40-7 Pfust, Mann. Tolle Doku übrigens, cool. Zlatan. Ich finde ihn grossartig. Und eben, Djurgården. Ich bin mal in Stockholm gesehen und ja, Djurgården ist nicht so lässig, wie man sich das vorstellt. Habe ich mir nicht lässig vorgestellt. Ist der Feliciano Magro dort gewesen? Ja. Der war dort gewesen, gell? Oder ist er bei... Ja. Doch, ja, doch. Doch, der war dort gewesen. Ja, ja. Ich bin, glaube ich, wirklich auch der Meinung, das ist ja so. Ist jetzt das eigentlich schon gesehen? Ist das wirklich unser... Wir haben wirklich über nichts geredet. Nein, das ist ganz sicher noch nicht gesehen. Ich möchte noch kurz darüber reden, dass die Schweiz gegen Deutschland 3-3 gespielt hat. Ein richtig guter, unterhaltsamer Match gewesen, einmal mehr. Ein richtig geiles Spiel gewesen, obwohl die dritte Halbzeit schon hure, diesen hure fatalistisch gewesen. Ja, die Schweiz, mehr kann. Du siehst halt, mehr kann man nicht erreichen gegen, wir haben das Maximum erreicht, ab und zu schaust du mal einen grossen, aber meistens verlierst du gegen sie, blablabla. Nein, das schloss sie eben nie. Es ist immer so, es längt einfach genau nicht so quasi. Es längt dann eben einfach nicht. Aber was du da gesehen hast, und vor allem, wenn mir wirklich gefallen hat, der Gavranovic. Der, wo wir zu uns geredet haben, ne? Ja, er ist halt der richtige Stürmer. Ich hätte ihn schon lange geholt, aber... Ja, ich hoffe, auch, ehrlich gesagt. Nazi ist er jetzt endlich mal gesetzt. Ich hoffe, er ist in der Nazi... Ich meine, er ist 31, so viel Zukunft hat er nicht mehr international. Aber vielleicht kann er noch ans nächstjährige Turnier und das in 2 Jahren vielleicht noch. Und dann ist vielleicht... Er hat einmal endlich mal ein Stürmer. Ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Und er ist wirklich einfach ein Stürmer. Ich finde ihn jetzt auch nicht... Er ist nicht mega, mega gut. Um jetzt wieder in unseren gern gesehenen FIFA-Zahlen reden, würde nicht so 72 oder 73 bezeichnen. Ja, voll, hat jetzt genau auch gesagt, 72. Okay. Aber er ist irgendwie, er gefällt mir irgendwie. In jedem Match, den ich sehe, finde ihn cool. Können wir kurz Football Manager erwähnen? Ist es okay, dass man das macht? Wir müssen ja in jedem Fall. Wir sind ja wahrscheinlich gesponsert von denen. Mann. Du hast sicher einen gratis Download-Code bekommen von denen. Ich habe eine Karriere gestartet beim FCB wieder. Oder? Ich habe angefangen, wir sind Erste gewesen. Dann, in der Winterpause, verlor mich der Widmer. Und der Zuffi ist auch noch gegangen. Beide haben um das Verrecken weg. Ich habe sie
Ich habe für beide 4 und 5 Millionen bekommen oder irgend so etwas. Habe aber von diesem Geld hure wenig können reinvestieren in einen neuen Spieler. Und habe dann halt irgendwie einen halbwegs jungen Österreicher genommen, der Nationalspieler ist, was nicht mehr heisst. Der, der spuckt also beim FC Luzern, oder? Nein. Also Rechtsverteidiger war es. Und was nicht geheißen hat. Und dann, ganz ehrlich, die Stabilität war weg. Zu viel weg, Widmer weg. Ich bin im Arsch. Cabral, etwa 10 Spiele, kein Goal geschossen. Okay. Einfach muss ich sagen. Ich habe alles gemacht. Ich habe ein Straftraining, ich habe das Vollprogramm gemacht. Es hat nicht funktioniert. Und ich werde Zweiter in der Liga, also im April rum. Der Burgener stellt mich direkt raus. Ich arbeitslos. Was passiert denn? Ich am Warten auf einen coolen Job, oder? Ein bisschen pisst. Dann kommt eBay und bietet mir ein Jobangebot an. Also in dem Moment können wir es aufhören. Ich bin eBay-Trainer jetzt. Ja, nein, das hast du. Ich habe den Cup gewonnen mit. Du bist unter allen Kanonen. Du bist nicht mehr Meister geworden mit eBay. Nein, sie sind. Ich habe so auf dem vierten, die haben den COA rausgestellt. Dann finde ich super, dass du es geschafft hast, eBay nicht zum Meister machen, da muss ich den Känzle binden. Nein, ein Jahr später bin ich so geworden mit eBay. Ja, das hast schon der 2-3 Saisons gemacht. Du bist unfassbar. 2 Saisons gesagt, Mann. Wie bei MK, der Hulk ist so unter Druck, dass er keinen Termin mit euch wahrnehmen kann, weil er auf mich managen muss. Ab und zu musst du können managen, Alter. Das ist so wichtig. Übrigens, Patrick, der Nick, ein von unseren Followern, hat uns ausrichten. Es gibt übrigens einen Verein in Basel, der Kickers Basel heisst. Es war ein Juniorenverein, aber es gibt ihn. Es gibt wirklich die Kickers Basel. Yes. Ich finde den Nick grossartig und ich werde, wenn ich jemals einen kleinen Kicker will produzieren, der zu den Kickers Basel schicken, natürlich. Absolut. Wird wohl nicht passieren, ja, aber nein, er würde es zum Nordstern. Ich würde ihn, glaube ich, zum Nordstern schicken. Yeah. Ja, keine Ahnung. Mal schauen. FC Pratteln. Jedenfalls, wenn wir kurz unsere Kick-Tipp-Runde anschauen. Erster Platz, immer noch der Tom 13. Ja, das ist doch nicht mehr aktuell, es hat sich jetzt alles verändert, oder? Nein, ich bin gerade vorher drauf gesehen. Aber ich kann nicht im Zweiten sein, ich habe alles falsch tippt. Ich bin vor einer Stunde drauf gesehen. Ohne Scheiße. Ja, das sind Runde vorher. Gut, IBE hat man drin. Okay, also ich kann sagen, was dann noch aktuell ist. Ja, wir wissen es nicht. Der Don 13 ist erster, Pattes ist zweiter gewesen, Veronika Moser ist dritter gewesen. Der Dominix ist vierter gewesen und der Dominik, also ich, bin 13. gewesen. Ich steigere mich. Du hast eine richtig gute Runde angelegt. Ja, nicht schlecht. Dass ich die Tipps vor 4 Wochen eingegeben habe, nie mehr angeschaut habe. Nein, du hast auch so einen typischen Möchtegern-Favoriten-Sieg FCZ in der Dutzenschaft. Eigentlich schon klar, dass sie gewinnen. Keinem anderen ist klar gewesen, aber dir schon, weil du keine Ahnung hast. Ja, logisch. Nein, aber stimmt tatsächlich, ich bin immer noch Zweiter. Stimmt, der Blocho ist jetzt Vierter und der Mitch Fünfter. Siehst du? Also, gar nicht schlecht. Und darf ich noch kurz fragen, Patrick, bist du irgendwann kontaktiert worden vom Thailand Chaka? Natürlich nicht. Er hat jetzt eigentlich Zeit, um dir immerhin das Auto auszulehnen. Ja, aber in seiner Corona-Zeit ist das natürlich schwierig. Er hat natürlich Angst, dass ich sein Auto versuche. Liebe Thailand, los, es ist immer noch unsere Meinung, dass du musst mit Patrick eine Runde fahren irgendwann. Vor allem könnte ich die Lamborghini sehr gut zum Zügeln verwenden. Er hat ein bisschen mehr Platz, als du Mitsubishi Colt, den ich im Moment habe. Übrigens, Hulk, ich muss schnell einen Moment mit dir teilen. Du weißt, ich habe so Sachen, die machen mich sehr glücklich. Und ich bin sehr gestresst gewesen, sehr lange Zeit jetzt. Aber gestern bin ich auf der Autobahn gefahren. Und der Kilometerzähler ist von 99.999 auf 100.000 gesprungen. Oh. Und es ist mir für einen Moment richtig gut gegangen. Das ist ein schönes Ding, oder? So ich finde das super. Toll, richtig geil. Du hast mittlerweile wie viel? 300.000, hast du schon? Nein, 243 oder 247, weißt du gar nicht. Also alle, die im Huxi Auto kennen, wird posten das irgendwann einmal. Es ist ziemlich durchgesessen. Es ist wirklich... Es ist so weit über die Grenze, aber wir beten alle, dass er die 300.000 schafft. Ich hoffe, die haben alle die berühmte, eine schrecklich nette Familie voll gesehen, oder Al Bundy 999 Kilometer mit seinem Dodge macht und dann einen Dodge Viper wird bekommen, aber dann sein Auto rückwärts aus dem Parkhaus, aus dem Parkplatz rausgerollt und auch bei 1 angefangen hat. Huck, dir wird das Gleiche passieren. Nein, bringen so 333.333 wäre hure geil, wenn du das schaffst. Also das ist ein klares Ziel, he? Also schaff dran, ich schaff hart dran. Und dann müsst ihr doch Peugeot eine neue anstellen. Ich habe es schon mal geschrieben, aber sie haben noch keine Antwort gegeben. Hast du es mal angehauen? Ja, logisch, online, aber sie haben keine Antwort gegeben. Ja, das denke ich mir noch.
So, Patrice, los, wir haben noch eine Rubrik vor uns. Ja. Und da müssen wir es zusammen kurz tun. Darf ich dich noch ganz kurz noch schnell fragen, was du jetzt in der Nacht machst? Ja, Kürbis mit Fisch. Fisch mit Kürbis? Machen wir jetzt Restenverwertung mit Fisch, ja. Klingt super. Kürbis. Ich habe nichts zu essen daheim. Ich werde wohl nichts essen. Was? Ich habe nichts mehr daheim. Hey. Jetzt muss ich schon den Uber Eats bestellen. Gott, hat meine Kreditkarte brennt wegen diesem Laden. Schon schlimm. Es hat mir wirklich gut getan, wenn ich Fleisch gezogen wäre. Es wäre viel billiger geworden für mich. Es wäre viel günstiger gewesen für dich. Aber Alter, jetzt bestellst du noch eine schöne Pizza mit deiner Freundin. Ja. Und dann schau dir Borat 2. Ah, wo sehe ich den? Auf Amazon Prime. Ah, ist er drauf? Er ist drauf. Ja, und er ist schon. Hast du wirklich geschaut? Ich habe gestern geschaut und wir haben Borat 1 nochmal aufgefrischt. Okay. Gestern Borat 2 und ich habe sehr, sehr viel gelachen. Ich würde auch viel lachen. Aber hat er wirklich, Giuliani, ist das passiert? Alter, es ist passiert. Es ist absolut widerwärtig. Es ist richtig grusig. Oh, shit. Ich habe ein Interview mit Sacha Baron Cohen gesehen, wo er über das nochmal redet und das reicht froh, dass er im Nebenzimmer war und dann können eingreifen, weil das wäre sonst sehr grusig. Oh, shit. Das ist ganz, ganz widerlich. Unbedingt schauen, Borat 2. Ich freue mich, ich werde ihn wohl nachher reinziehen. Ich höre immer deine Tipps. Und jetzt komm, hau ihn raus. Der Ehemalige von der Woche, Der hat im Jahr 2000 angefangen Fußball spielen. Und zwar beim FC Pristina. Und hat dort den Wechsel gemacht zum Roten Stern. Dort war er 8 Jahre gewesen und ist zum FCB gekommen. Du kannst es wissen, Patrice, jetzt, aber unsere Zuhörer vielleicht noch nicht, wegen dem, sag bitte noch nichts. Ist dann wieder zurück ausgeliehen worden nach Roten Stern und ist, glaube ich, ein Jahr später schon wieder verschwunden. 2 Jahre später ist er in die USA gewechselt, sorry, 2010. Also 8 zum FCB gekommen und im 10 gewechselt zum FC, zur Revolution, Mann. In den USA, es ist New England Revolution. Hast du bei New England Revolution gespielt? In der Major League gespielt, ist dann wieder zurück zu Roter Stern Belgrad, ist dann irgendwie nach Persepolis gegangen, das ist in der persischen Liga, irgendwie wieder beim OFK Belgrad in Serbien gelandet, dann beim FC Chainat in der Thai League 2 gesehen, dann wieder in die zweite serbische Liga und dann von dort in die malaysische Liga zu Sime Darby. Dann irgendwie im 2017 nach Brasilien gekommen zum Club Operario Ferroviario Esporte Clube. Ist dann, das ist gerade immer so weiter, dann ist nach Hongkong zu South China AA und zum R&F Hongkong und hat dann beim Guangzhou R&F in der chinesischen Super League unter dem Trainer Giovanni van Bronckhorst seine Karriere dann beendet. Was für eine Karriere, das der Typ. Das klingt absolut was crazy. Da könnte der hure kranke Scheiße erzählen, Mann. Wer ist es? Was hat er gespielt? Er ist ein linker Mittelfeldspieler, so ein linker Flügel. Also ich habe am Anfang aus irgendeinem Grund an Perovic gedacht. Aha. Aber die Karriere ist ja so schräg. Aber was mir jetzt auch noch, er kommt ja aus Pristina ursprünglich, also müsste ja eigentlich ein Schippi sein. Oder ist es ein Serb? Sag mir Schippi. Ist ein Serb. Das ist ein Schippi, ich meine. Schibtaren. Sie meinen immer, ich sehe einen. Er ist ein Serb. Eben, Perovic ist ein Serb, oder? Es ist Marco Perovic. Yes. Aber dass er noch so eine Karriere in den Ahnen gehängt hat, hätte ich definitiv nicht gedacht. Ich habe immer gedacht, dass dem wird eigentlich mehr. Weil der hat irgendwie schon etwas gehabt, oder Perovic? Ich meine, er hat bei uns auch nicht so mega eingeschlagen irgendwie, aber ich immer denke, dass dem könnte etwas werden. Und, aber etwas werden, das ist aber nicht falsch. So eine Karriere muss ich zuerst mal gemacht haben. Der ist, glaube ich, mehr umzogen als du. Also, ja, und der war für ein Interview mal spannend. Der könnte Sachen erzählen. Hey, Malaysia, Brasilien, China, Hongkong, der hat ja alles gesehen. Wenn wir da mal ein bisschen im Kopf behalten, dann darf ich mal kontaktieren. Das klingt jetzt wirklich sehr spannend. Das wäre mal geil. Wir könnten damals einen Skype-Call machen und einfach mal mit ihm reden. Und noch ganz kurz, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, du magst dich eben erinnern, wo wir in Winterthur auf der Schütze sind, der Match schauen gegen den FCB. Hey, und uns ja der Mittelfeldspieler aufgefallen ist, der Dumbia. Der Dumbia, ja. Und der hat jetzt zum FCZ gewechselt. Yes. Und ich habe so ein bisschen reingeschaut gegen Vaduz. Der Typ ist mit Abstand der beste Spieler gesehen vom FCZ.
Ich habe ja gesagt, wir hätten sie mitnehmen. Yep. Ich finde das noch krass, wenn du das siehst, bei einem, der Challenge League spielt, und dann kommt er zu einem Super League-Club und die auf einmal gewinnen, mir nicht, dir nicht, 4-1 in Vaduz. Und einfach, weil ein Mittelfeldspieler den Unterschied ausgemacht hat, finde ich doch erwähnenswert. Ich finde es immer spannend, wie ein Spieler kann eine ganze Mannschaft extrem viel besser machen. Schon crazy, oder? Das ist schon, ja. Yes. Und der Spieler ist 28, der hat, das ist jetzt kein Megatalent mehr bekommt, aber der ist einfach ein gestandener Spieler, der halt jetzt die Chance hat, Super League zu spielen, halt so etwa 10 Jahre Sport vielleicht, aber ich finde es für ihn mega geil, auch wenn er im FC Zürich ist. Das ist so. Aber haben wir noch gar nicht erwähnt, was sonst so in der Super League gelaufen ist, ist das uns allen egal. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe keinen Plan, was gelaufen ist, Patrice. Ich habe null Ahnung. Ja, jetzt hat halt IB gerade mit 10 geschlagen und gestern hat Lugano St. Gallen geschlagen mit 1-0. Eben der FCZ gewinnt in Vaduz 4-1. Was haben wir sonst noch gehabt? Hast du irgendeine Tabelle gerade vor dir? Tabelle könnte ich jetzt ganz schnell haben. Pack sie mal aus. Tabelle. Wo ist sie? Ah, da ist keine Tabelle. Ah, da. Standings. IB. Überraschenderweise Leader vor St. Gallen. Nein. Ja. Schon bitte, oder? Wir sind auf Platz. 5. Was sind wir? 5. Ja, ja. Aber es heisst ja alles noch nichts. Das ist alles gerade ein bisschen weird. Also. Es ist so. Aber wir sind mit 2 Siegen, wären wir eventuell Zweiter. Ja, ja. Ja, ja. Du, ja, schau mal, wie es weitergeht. Das ist, ich hoffe, wir dürfen bald wieder einen FCB-Match schauen. Mir fehlt es ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich hätte heute gerne einen Match geschaut. Ich hoffe, die Spieler sind alle gesund und ich hoffe, wir sehen sie bald auf dem Platz und ich hoffe, wir bleiben alle liquid. Und was ich vor allem hoffe, ist, dass alle unsere Zuhörer gesund bleiben und dass wir das Corona, den Corona-Winter einfach überstehen, einmal mehr. Und trotzdem irgendwie eine schöne Weihnachten feiern und das Jahr irgendwie doch noch irgendwie so ein bisschen positiv beenden. Das crazy 2020. Das werden wir auch. Das werden wir auch, Patrice. Yes. Ich bin wirklich optimistisch. Ich auch. Wirklich optimistisch. Absolut. Und jetzt bleibt nur noch etwas zu sagen, liebe Leute, wenn ihr uns das erste Mal hört, dann willkommen an Bord vom FC Innsbruck. Das ist eigentlich. Nein, bitte bleibt am Ball, meistens sind wir nicht mehr so schlecht. Heute haben wir uns effektiv, das ist eine sehr spontane Folge, wir haben gleich wieder 15 Minuten geschnurrt. Bitte folgt uns auf Instagram, da findet ihr auch immer das Neueste bei uns, wenn wir etwas raus posten, etwas Neues produziert haben, dann werdet ihr es dort zuerst sehen, auch auf Facebook werden wir das posten und ja, gebt uns doch Feedback, was ihr gerne wollt hören von uns, was ihr auch nicht gerne hört von uns. Sind noch ein paar Sachen reingekommen, die wir es noch nicht behandelt haben, bei denen ich entschuldige mich schon mal ganz herzlich, wir werden das alles noch anschauen. Stimmt, und zwar ein paar interessante Sachen, muss ich sagen. Ganz, ganz spannende Sachen, da hat jemand irgendetwas Statistisches gebaut, wo ich habe nichts angeschaut, es tut mir so leid, lieber User, lieber Follower, ich weiß nicht, wie du heisst. Wir finden alles raus, nächstes Mal werden wir sprechen und bewerbt uns bitte mit 5 Sternen auf Apple, das ist immer ganz toll, weil da werden wir immer höher gerated. Und ich finde es mega schlimm, dass unsere Kollegen vom Zweikampf-Podcast, ich vermute mal, wie sie oft gegen den FC Zürich geschossen haben die ganz viele Einsternbewertungen bekommen auf Apple. Okay. Das ist mega schlimm. Das ist mega traurig. Also wenn ihr nett seid, gebt ihnen ein paar nette Bewertungen. Wenn sie es nie gehört haben, sind zwei ganz zwerge Typen. Also das ist nicht okay. Ich finde das schlecht. Jo, ich glaube, das ist eigentlich was alles für heute, oder? Habe ich jetzt irgendetwas vergessen? Nein, du darfst jetzt gehen. Geh zu Nacht essen und ich schaue jetzt, was ich zaubere. Jo. Ein Dream. Stück und dann schaue ich Bora 2. Ich bin sehr gespannt. Yay, sehr schön. Gibst Bescheid. Dream. Also, tschüss zusammen. Ja, also. Bis dann. Tschüss. Ciao.